Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich werde natürlich auch heute wieder auf den neuen Fortnite-Shop reagieren und ich löse noch schnell die beiden Gewinnspiele von gestern und vorgestern auf, denn gestern hatte ich vergessen, den Gewinner einzublenden. Deswegen erstmal der Gewinner von vorgestern ist, von Tag 8 ist der liebe Hassan. Herzlichen Glückwunsch an dich. Und der Gewinner von gestern vom 100€ V-Bucks-Paket, an der Stelle nochmal vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Ich habe so unglaublich viele Fotos bekommen, wie ihr es Snoxy als Creator eingetragen habt. Echt ehrenhaft. Vielen, vielen Dank für den heftigen Support. Und der Gewinner von gestern ist der liebe André Beck 2.0 mit diesem Foto. Ich werde natürlich auch weiterhin die nächsten Tage wieder Gewinnspiele machen, deswegen keine Sorge, falls ihr nicht gewonnen habt. Ich werde auch heute ja die 1000 V-Bucks verschenken. Falls ihr also heute nochmal die 1000 V-Bucks hier gewinnen wollt, alles was ihr tun müsst, ist wie immer einfach nur ein Abo da lassen, also kurz runter scrollen, auf Abonnieren klicken, dem Video hier einen Daumen nach oben geben und ein Hashtag Tag 10 heute in die Kommentare schreiben, um hier zu gewinnen. Also abonnieren, Daumen nach oben und Kommentar und dann könnt ihr heute 1000 V-Bucks bekommen. Und dann schauen wir uns jetzt an, was heute so in den Fortnite-Shop reinkommt. Let's go und oh, was ist das denn? Marathon, eine Musik im Fortnite-Shop, was zur Hölle? Zum ersten Mal haben wir hier echt eine Musik im Fortnite-Shop drin, was zur Hölle? Und eine neue Lackierung auch noch. Sehr, sehr nice. Schauen wir uns auch beides gleich an. Fangen wir erstmal an auf der linken Seite. Heute Patronella für 1200 V-Bucks und dazu die Machete mit diesem Sound. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Leider der Skin ohne Backpack. Dann haben wir noch den Schneefuß drin. Habe ich fast gar nicht gespielt. Kann ich eher nicht so empfehlen mit diesem Backpack. Der ist eigentlich ganz cool, aber der Skin hat mir nicht so gefallen. Da fand ich das Schwert hier deutlich cooler von der weiblichen Variante. Dazu dann noch die Hacke, die umgekehrte Klinge. Ja, ganz cool. Und der Gleiter, Schneeschild. Schneeschnitt für 800 V-Bucks. Habe ich mir nicht geholt, obwohl es jetzt echt nicht schlecht aussieht, auch mit diesem Effekt. Aber ich weiß nicht. Ich hole mir persönlich eher wenige Gleiter und dafür halt coole Gleiter und der hat mich jetzt hier nicht so vom Hocker gehauen. Dann haben wir noch immer noch die Magma-Lackierung drin, heute weiterhin. Für 700 V-Bucks immer noch wirklich die geilste Lackierung, kann ich absolut empfehlen. Falls ihr die nicht habt, holt euch sie unbedingt. Ihr werdet es wirklich nicht bereuen. Auf der rechten Seite haben wir dann den Cloaks da drin. Ein ziemlich geiler Skin, vor allen Dingen, weil die Körperform mal ein bisschen anders ist. Leider allerdings ohne Backpack. Und dann haben wir noch das Highlight des heutigen Tages und zwar eine neue Musik und zwar Marathon. Okay, ja, klingt doch cool. 200 V-Bucks, ja, ich bin nicht der Typ, der jetzt so viel Musik in den Game benutzt. Ich habe die häufig auch ausgestellt, aber das hört sich eigentlich ganz cool an. Ich werde sie mir mal holen. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Finde ich ziemlich krass, gab es ja noch gar nicht. Machen wir erstmal weiter mit dem Eiszapfen für 500 V-Bucks. Eine richtig geile Hacke, kann ich sehr empfehlen, eine meiner Lieblingshacken. Dann noch die Fitnessrunde. Lustiger Emote. Das Nachtlicht für 800 V-Bucks. Cooler Skin, relativ preiswert. Und im letzten Slot des heutigen Tages dann das digitale Grau. Eine neue Lackierung für 300 V-Bucks. Schauen wir uns mal die Models an. So ein Pixelmuster in Weiß. Oh, schaut doch ganz cool aus. Es gab ja gestern, nee, vorgestern gab es schon eine neue Lackierung drin, die auch so ein bisschen heller war. Ich muss sagen, ich finde die hier sogar noch ein Stück cooler. Für 300 V-Bucks. Würde ich sagen, ist in Ordnung. Kann man sich auf jeden Fall holen. Aber wie gesagt, ich würde eher die Magma-Lackierung empfehlen, ist halt wirklich geiler. Die hier ist in Ordnung, aber wenn ich die Wahl hätte inzwischen, ich bekomme alle Lackierungen außer der Magma-Lackierung oder nur die Magma-Lackierung, dann würde ich definitiv nur die Magma-Lackierung nehmen. Ist halt wirklich einfach die geilste, kann ich da deutlich mehr empfehlen. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Ihr könnt auch wieder rechts im Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Und jo, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut und rein. Tschüss.